Willkommen zurück zu Let's Play Splatoon 2 Octo Expansion. Wir gehen mit großen Schritten voran, um alle 80 Missionen hier in diesem Erweiterungs-DLC zu lösen, zu schaffen. Und naja, mittlerweile sind wir auf Linie E unterwegs und generell gar nicht mal so weit weg mehr, denn es sind nur noch 29 Missionen. In Anführungszeichen nur 29. Leider kommt da noch immer einiges auf mich zu, also jetzt kommt erst wirklich die schwierigen Linien. Aber bei Linie E sind wir, glaube ich, noch so ziemlich in unserer Aufwärmphase. Spätestens erst dann bei Linie J, da wird es dann komplett chaotisch werden. Wir hatten ja schon die Ehre vor 2 Folgen, dass wir die erste J-Mission spielen. Und naja, wie das ausgegangen ist, könnt ihr euch denken. Also ich musste tatsächlich cutten, weil ganz ehrlich, das war eine halbe Stunde komplettes Rumgescher. Ja gut Leute, das kam jetzt etwas unerwartet, tut mir leid an der Stelle. Geht auf jeden Fall in die Kategorie Epic Fail hinein. Danke, haben wir was fürs Best-of. Ist das nicht schön? Ja, ist es. Viel Spaß, Lea. Nun gut, was ist unsere Aufgabe für heute? Bringe 3 Achterkugeln in eine Reihe, vor allem für heute. Wir werden ja mehr als die eine hoffentlich schaffen. Oh nee, das hatten wir doch schon mal irgendwie, oder? Okay, kostet zum Glück nur 300 Punkte, wir haben nur ein Leben. Ach so, ja, okay, jetzt verstehe ich es auch endlich. Hey, ist ein ganz lustiges Spiel, aber. Jetzt würde mich ja interessieren, wie. Warte, muss ich achter. Achso, da unten liegt eine. Ah, okay. Gut, die erste ist drin. Die Frage ist, wie viele Achterkugeln habe ich denn überhaupt zur Verfügung? Also habe ich wirklich nur 3 zur Verfügung oder was ist da genau los? Ganz egal, was es ist, ich versuche mal die rechte Reihe voll zu kriegen. Deswegen. Gezielt anschießen und zack. Bruh. Hat nicht ganz so funktioniert, wie ich wollte. Okay, nochmal. Nein! Nein, geh doch rüber! Aber ich glaube tatsächlich, dass wir unendlich viele Achterkugeln zur Verfügung haben. Es ist nur eine Zeitmission. Oh. Ja. Das war nicht ganz so gewollt. Okay, ich probiere nochmal. Ja, jetzt geht die und... Ja. Ey, 3 Kugeln und bisher noch keine einzige... Nicht mal 2 in einer Reihe, wirklich. Das ist Talent. Das könnte noch ein bisschen... Oh! Nice. Hä? Ach, ich habe doch... Nee, ich habe doch begrenzte. Mann, ich dachte gerade echt, dass wir vielleicht wirklich 9 Kugeln zur Verfügung hätten. Okay, 4 Stück sind's. Ja, okay, bei 3 wäre es doch wirklich komplett krank. Muss man auch so sagen. Das heißt, die einfachste Aufgabe ist eigentlich gerade ausschießen, wenn ich da so nachdenke. Weil da kannst du eigentlich gar nicht failen. Jetzt! Na, ah, wo ging die denn hin? Sag jetzt nicht, die bleibt hängen. Okay, Glück gehabt. Hey, wäre auch krass, weißt du schon, dass die Kugel hängen bleibt. Okay, die ist gut, die ist gut, die ist gut. Nein! Auch wieder nicht drin. Ey, komm, bleib doch drauf. Was war das jetzt für ein Schuss? Baba-Schuss. Und die geht auch wieder nicht rein. Ey, ernsthaft jetzt? Komm, mach keine Faxen, bitte. Bleib doch in irgendeinem Scheißloch drin. Kostet wieder nur unnötig sein. Jetzt gerade bin ich so blöd zum Treffen auch. Hey, wo bist du jetzt hängen geblieben? Achso, das sind Säulen auch. Ah, ja. Also Hindernisse hätte man hier wirklich nicht einbauen brauchen. Der war gut, der war gut. Links oben. Das war alles andere als links oben. Mehr rechts als alles andere. Ach, komm doch. Krass, wäre jetzt begrenzter Tintenvorrat, weißt du? Oh je, nein, nein. Ernsthaft, aber jetzt haben wir wenigstens 2 Möglichkeiten. Also entweder links oben oder hier unten. Unten ist, glaube ich, leichter, wenn ich den jetzt so anballer. Wartet mal. Nicht dämlich sein. Ich fehle jetzt nicht, okay. Hallo. Nein! 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 Warum tust du das? Gerade vorhin treffe ich nicht mal irgendwas. Und jetzt geht's genau ins falsche Loch rein. Danke für nichts. Okay, ein Versuch noch. Und dann cut ich. So einfach in der Mitte. Es ist doch gar nicht mal so schwer. Schon wieder. Aber warum treffe ich das da oben nicht? Ich verstehe es einfach nicht. Jetzt machen wir denselben Fehler wie vorhin. Das heißt, wir kriegen die verdammte Kugel in kein Loch hinein. Sieht echt gerade so aus. Wartet. Na kommt. Komm, du bleibst jetzt oben drin. Nein! Warum tust du das? Jetzt aber. Okay, es war das falsche Loch, aber egal.
Links unten. Oh, nein! Der war wieder zu schnell. Wie soll ich denn das wirklich vernünftig timen, dass ihr ja nicht zu viel Schub habt? So geht's nicht. Wartet. Ja, da war wieder die Säule im Weg. Ich balle einfach ein bisschen, mal gucken, wo sie... Ich hatte mich gerade gefreut. Wieder falsch. Aber das war jetzt ganz knapp. Oh! Hey, nicht schlecht. Okay, wieder zwei Möglichkeiten. Links unten ist natürlich die einfachere. Und ich sag, dass ich die nicht treffen werde. Mann, vor allem, wenn diese eine Säule da ist. Ja, bestimmt, bestimmt, weil du jetzt... Boah, das war jetzt ordentlich knapp. Komm, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Ha, ich habe sie schon wieder drin gesehen. Vermeintlich drin. Nicht dahin. Das ist eigentlich gar nicht mehr so schwer, aber naja. Irgendwie schaffe ich es trotzdem mal wieder, mir selber hier Hindernisse zu stellen. Am einfachsten wäre, glaube ich, jetzt sogar das obere eigentlich. Ha, das gibt's doch wieder nicht. Wie soll das denn gelingen? Ja, ja, nein! Doch, nein! So lächerlich. Leute, wir sehen uns gleich. So, Leute, hier bin ich wieder. Und zwar komplett verstört. Also ich habe jetzt, glaube ich, noch 3 oder 4 Mal gefailt. Das ist beachtlich. Und natürlich jedes Mal bei der letzten Kugel. Ich hatte jedes Mal, wirklich jedes Mal, 2 Möglichkeiten. Aber immer fällt es das verdammte Falsche. Ich bin sprachlos. Wirklich. Aber ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Gut, nächste Mission. Mit Werbe durch die Ringe. Byswick erreiche mit dem Tintendüser das Ziel. Und da ist sogar die G-Linie mit verwickelt. Die steht sogar als erstes, also links oben. Das bedeutet, das sollte sogar um einiges schwieriger sein als gerade alles, was sonst auf der Linie bisher war. Und das ist nicht gut. Obwohl Tintendüser-Missionen habe ich normalerweise immer relativ gerne. Zumindest sind das die Missionen, die mich relativ wenig abfacken. Die Frage ist halt wieder, ist das einfach wieder nur so eine stinknormale Mission, einfach nur zum, also so ein Level einfach, wie es halt im normalen klassischen Style ist, oder I don't know. Wäre denn wir gucken, okay, hier kann ich einfach drüber springen, easy. Das habe ich erst beim letzten Mal auch wieder rausgefunden, weil da hatten wir so eine ähnliche Mission. Es war für mich einfach so eine Erlösung, als ich endlich erfahren habe, dass man hier tatsächlich einen Sprung machen kann mit dem Teil. Oh je, natürlich Gegner auch wieder. Aber das ist das geringste Problem. Also bisher... Nein, 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 nein! Oh. Okay. Bam! Hat funktioniert. Okay, jetzt ist es auf gleicher Höhe. Aber funktioniert genauso. So, da oben ist einer, der nerven will. Ja, weil du mich jetzt treffen wirst. Ich muss aber aufpassen, dass ich nicht darunter gleite, okay. Das war sogar noch eine halbwegs vernünftig große Plattform, aber jetzt kommen wir wegen der Ziele. Oh je. Klappt aber. Alles easy. Also müsste ich jetzt wieder mit dem Konzentrator oder so durch, ganz ehrlich. Also ihr wisst schon, diese Dinger, die was mich halt hinporten, hinziehen. Ich weiß jetzt nicht, welchen Namen die genau haben. Also was man halt anballern muss, dann wirst du dort hingezogen. Ihr wisst schon, welche ich meine. Hä, hey, was ist denn hier? Achso, okay. Simpel, hier kann man noch gar nicht so viele Rätsel eigentlich einbauen. Also das sind meistens immer nur Hindernisparcours. Nächster Checkpoint. Okay, das kann knapp werden. Aber geht sich aus. Alles gut. Vor allem auch so viele Checkpoints hier gerade. Oh, Gegner. Ja klar, weil ich dich nicht getroffen habe. In was für einer Paralleldimension wohnst denn du bitte? Aber so Gegner-Klatsch-Mission, die war halt geil. Also generell, was war das Schwierigste bisher mit dem Tintendrüser? Also wenn ich jetzt mal spontan nachdenke. Es gab da mal diese eine Mission, wo du die ganze Zeit Achterkugeln ausweichen musstest. So eine Minute, glaube ich. Und da unten ist das Ziel, ich glaube, ich spinne. Ernsthaft jetzt? Warte, habe ich das jetzt richtig verstanden? Das war eine G-Mission? Really? Das war einer der einfachsten bisher überhaupt. Okay, das war überhaupt nicht der Rede wert. Simpel. Na gut, dann ohne große Worte gleich direkt weiter. E-Controller, was ist mit dir jetzt los? Ich glaube, ich habe dich in Mario Kart geschrottet. Kann das sein? Das könnte echt sein. Nee. Bitte jetzt nicht mein Pro-Controller. Ich brauche dich. So, was haben wir als nächstes? Bombenstimmung in Neonlicht. Bombentrampe. Erreiche das Ziel nur mit Klecksbomben.
Es geht also mit speziellen Sachen weiter. Wieder keine Waffe. Klecksbomben sind dafür halt schon wieder ein bisschen gefinkelter, auf jeden Fall. Also da wird es wahrscheinlich wieder mehr Rätselpassagen geben. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Aber ich frage mich halt nach wie vor, wie kann das eigentlich... Ja, okay, gut, bitte, das ist eine Zielübung. Simpel! Ja komm, natürlich, warum fragst du nicht? Aber den kann ich halt leider nicht treffen, das ist das Problem. Sollte klappen, bitte. Nee. So bin ich Tinte auch mal wieder. Und ich springe einfach mal runter in den Tod. Was war denn das jetzt bitte? Dämlicher Tod. Weil der Kerl nervt mich gerade voll. Aber es hat funktioniert dieses Mal. Und ich wollte schon wieder den Boden ein bisschen einfärben. Hier geht ja leider nicht. Also ich glaube, da werde ich auf jeden Fall noch mehr Probleme haben. Das eine runterfallen, da war ja gar nichts. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder Gegner klatschen. Aber Gegner klatschen nur mit Bomben sollte normalerweise kein Problem sein. Ihr müsst wissen, im Online-Modus normalerweise, in Splatoon, verwende ich relativ oft mal... Oh Gott, außer es passiert sowas! Im Online-Modus verwende ich relativ oft die Bomben. Somit... Nicht mit mir, Kollege, nicht mit mir. Nee. So haben wir nicht gewettet. Ich hatte gerade überlegt, ob ich einfach nicht hochspringen soll, kurz sichtbar und dann Bombe werfen und dann wieder zurück. Bin froh, dass ich mich dagegen entschieden habe, weil sonst wäre... Hä, was? Aber hier muss ich's tun. Achso, nee, hier ist ein Fontäne. Ihr wisst schon. Mit dem könnte es natürlich klappen. Und ich glaube, das klappt sogar sehr gut. Ah, verdammt, der eine Kiste nicht. Aber ein bisschen nervt. Nein, ich bin runtergefallen. Hm. Muss ich wieder warten. So, und jetzt. Ich glaube, das ist ein Volltreffer. Komm. Was? Bestimmt. Hey, wo ist denn der Kerl? Warum wartet der jetzt da unten? Aber jetzt. Das Tor ist offen. Ja, kommt er schnell rauf, schnell rauf, schnell rauf. Bevor mich dieser Bastard eventuell noch tötet. Ich würde es ihm zutrauen. Hier ist wieder ein Checkpoint. Hätte ich da nicht einfach drüber springen können eventuell? Ich glaube, das wäre sich fast ausgegangen. An das hätte ich mal wieder nicht gedacht. Weißt du, oh, da vorne ist das Ziel. Hey, jetzt schon. Wahrscheinlich nochmal ein paar Gegner oder so. Oh, jawollo. Aber nicht mit mir, Kollege. Okay, du bist doch ein bisschen gefährlicher, als ich dich eventuell einschätze. Es gibt kein Entkommen. Hier kommt der Nächste. Ja, klar, ein Octoling. Nur mit Bomben. Also das ist, wie gesagt, im Online-Modus sind die ein bisschen dämlicher, aber hier haben die natürlich ein gewisses Schema parat. Ich muss den jetzt irgendwie... Ah, wie soll ich das wieder riechen? Ich kann den nicht lesen. Aber jetzt. Okay, aber dämlich, danke. Boah, das war schon ein bisschen unberechenbar. Also keine Ahnung, wo der als Nächstes hingegangen wäre. Nice. Geschafft. Ja, wenn das so einfach bleibt, dann gerne. Und ich glaube, eine Mission geht sich auf jeden Fall noch perfekt aus, weil aufgrund der ich ja das vorherige zusammen hatte, sind wir höchstwahrscheinlich erst, also bei mir steht schon 24 Minuten, es kommt der Absturz dazu und eben dieser Cut. Also ich vermute mal generell, dass wir sind erstmal bei 12 Minuten oder so. Blütenreiner Ziel mit Mitfahrzentrale. Fahre auf dem Megatintenkillern zum Ziel. Ach, ist das dieses Bastard, was... Ja, okay, verstehe schon. Ich bin schon im Bilde. Das heißt, doch hier wird es jetzt wieder leider etwas ätzend. Ha, weißt du, nur Instant-Bombe, genau. Nee. Ich vertraue auf eine Waffe. Nach wie vor weiß ich auch noch gar nicht, was eigentlich passieren könnte, wenn wir eigentlich alle Cornichon-Punkte verlieren. Ja, das ist der Kollege. Den mag ich eigentlich gar nicht besonders, aber er ist leicht zum Austricksen. Da habe ich früher so lange gebraucht, bis ich mal gecheckt habe, wie der Kerl funktioniert. Also nach welchem Schema. Hier kann ich ganz normal... Hä? Was? Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Oder? Ja klar, hier ist so ein Rücksetzding, nicht wahr? Mhm. Hä, was war denn da jetzt bitte falsch? Komm bitte mal her. Aber wie soll ich denn da rüberkommen sonst? Achso, da ist ein Schalter. Mhm, habe ich nicht gesehen. Ja, okay, jetzt ist alles simpel.
Ich dachte mir ja gerade. Hey, nee, 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 falsche Richtung, falsche Richtung. Sagte ich gerade vorhin, das ist einfach zum Austricksen? Nee, offensichtlich nicht. Hinterlistiger Lurch. Und hier auch wieder. Erstmal gegen ausschalten. Du bist mir ein bisschen schnell unterwegs, möchte ich an der Stelle erwähnen. Aber er schaltet doch alle Gegner blitzschnell aus. Sauber. Dich müssen wir kurz mal töten. Du machst sonst Probleme. Hat kein Schutzschild mehr. Nice. Da ist aber noch einer. Ich muss aufpassen, ich muss aufpassen. Aber sein Schutz ist gleich broke. Let's go. Komm bitte. Ja. Okay, alles safe. Da oben ist ein zusätzlicher Tintentank. Den brauche ich aber nicht. Ich brauche den Kollegen. Nicht ohne mich wegfahren. Nicht ohne mich wegfahren. Das kann ich jetzt nicht gebrauchen, den Fail. Okay, nice. Jetzt ist mir der Kerl eigentlich egal. Jetzt bin ich eh schon sicher. War da ein Checkpoint auch? Ich glaube nicht. Deswegen hier, oder? Ja, nice. Nochmal hätte ich da... Sniper! Oh Mann, wie kann ich... Och Mann, auf das habe ich jetzt eigentlich keine Lust. Ich sag, die Sniper wird mich mindestens einmal töten. Hallo, du sollst zu mir herkommen. Ich habe nicht viel Zeit, Junge. Die Sniper schneller, als man glaubt. Hallo, komm bitte her. Nein! Ey, was ist das bitte für ein inkompetentes Stück? Tut mir leid. Ja klar, jetzt kommt die Sniper auch wieder. Also was soll ich denn genau tun, dass du jetzt da daherkommst? Boah, Glück gehabt. Jetzt muss ich nur den, aber Achtung, die Sniper kommen gleich wieder. Ja, Sniper ist wieder da, aber sie sind schon wieder weg. Okay, jedes von den, von diesen Drehdingern bringt also die Sniper wieder weg. Trotzdem bin ich mir relativ unsicher, wo, was ich da jetzt genau machen soll. Also hier ist noch ein Tintentank. Ich vermute mal, dass das sein wird, nicht wahr? Ja. Dann können wir kurz spontan mal die Sniper killen. Warte mal, hä? Das ist nur das Ziel, nicht wahr? Mhm. Und jetzt habe ich mich selber ins Verderben gestoßen. Verdammt. Ja, scheiße, wie komme ich dazu? Ah, da. Ich wollte gerade sagen, wie komme ich jetzt wieder hoch? Das Teil wird mich wahrscheinlich wieder zurückbringen, nicht wahr? Mhm. Ich habe es nicht anders befürchtet, aber eigentlich wollte ich da jetzt nicht hin. Also ich muss wahrscheinlich den anderen Sniper-Kerl finden. Komm mal her, mein Freund. Also der Rücksitzpunkt, der ist eigentlich jetzt nicht unbedingt nötig, wenn ich so nachdenke. Schnell die Sniper, schnell. Wieder da. Hab ich kann ich den von da treffen? Nee. Hallo. Hallo, ich habe nicht viel Zeit. Die Sniper ist auf mich abgesehen. Kommst du bitte, kommst du bitte? Das war jetzt ordentlich knapp. Jetzt ist er eingefärbt, nice. Und das Sprungfeld ist wahrscheinlich jetzt dort oben, wo ich es ja, auch vermutet habe. Deswegen bring mich jetzt bitte da in die Mitte ganz schnell, ich war doch schon dort. Also da war ich etwas zu voreilig, ich hätte vorher den anderen killen sollen. Aber es geht noch weiter. Na dann, wenn das so ist. Hey, das geht ja noch ganz simpel. Vorausgesetzt, das tötet mich jetzt nicht, nee. Bin noch gut dabei. Also bis jetzt einmal erst gestorben. Das ist... Bisher einmal. Jetzt ist es mittlerweile das zweite Mal. Okay, nicht mehr failen, weil sonst kostet es wieder extra Punkte. Und hier gibt es auch, glaube ich, keinen Rücksetzpunkt mehr, keinen richtigen. Also hier darf ich gar nicht. Boah, ist der schnell. So, aber jetzt. Ist hier wieder irgendwo ein Schalter? Okay, ich bin schnell durch. Das war relativ simpel. Aber nein, 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 nicht zurück! Jetzt. Oh. Boah, Mann, Herzinfarkt. Aber so richtig. Und zu guter Letzt jetzt noch ein Trampolin. Nein! Nein! Tu es nicht. Ich bin ganz lieb.
wohin? Ah, da. Okay, verstehe schon. Und es ist noch immer... Ah, da vorne ist das Ziel. Ich wollte gerade sagen, es ist noch immer nicht vorbei. So, jetzt kommt hier ein netter Bombentyp. Tu es bitte nicht, danke. Warte, der soll mich jetzt... Der soll mich jetzt... Wirklich? Wirklich? Willst du mich komplett verarschen? Es sind nur 300 Punkte, aber trotzdem, das ist jetzt gerade echt krank. Ich muss ihn jetzt so ausrichten, dass er mich darüber ballert. Ja, moin. Ist nicht dein Ernst, oder? Nein, aber wieder nach links. Mhm. Ja, wow, ich bin schon wieder unten. Okay, jetzt könnte ich mich eventuell ein bisschen aufregen. Aber die Idee finde ich mal wieder mega cool. Ich hätte... Bombe. Ich hätte jetzt mit sowas nicht gerechnet. Und jetzt nervt mich der Kollege. Falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung. Komm darauf, genau. Und jetzt baller mich... Warum bewegt sich der nach rechts? Dieser verdammte... Ich will jetzt nicht das sagen, was ich sagen wollte, weil sonst verliere ich wieder meinen guten Ruf. Der Kerl ist echt nicht zu unterschätzen. Er ist mega gemein. Aber jetzt. Aber das sind Kisten! Nein! Es war so knapp. Da musst du so genau sein. Aber das regt mich gerade voll auf. Mann, die Stellen waren so einfach und jetzt hauen die wirklich so einen Dreck rein. Tut mir leid, Nintendo, aber da habt ihr echt euch wieder... Ich finde die Idee nach wie vor cool, aber... Ein bisschen übertreiben kann man trotzdem. Oh, Glück gehabt. Aber jetzt. Ich bin hier. Oh, Glück gehabt. Dankeschön. Dankeschön. Nie wieder. Und damit erhöhen wir jetzt auf 27.000 Cornichon-Punkte gesamt. Ja gut, dann würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge. Die restlichen zwei schaffen wir auf jeden Fall nicht mehr. Das kriegen wir dann hoffentlich beim nächsten Mal hin. Also, bis dahin. Ciao, Leute.